Obwohl sich Hertha und Union zwischen den Jahren 2010 und 2020 selten auf dem Fußballplatz begegnen, herrscht durchgehend Spannung zwischen den Szenen. Bis auf einzelne wenige Begegnungen der beiden Vereine aufgrund des Abstieges der alten Dame in Liga 2 bekommt man sich jedoch trotzdem mindestens einmal pro Saison zu Gesicht. Aufgrund der Tatsache, dass der KSC regelmäßig gegen Rot-Weiß in Liga 2 antritt und Hertha im Fußball-Oberhaus die Ehre hat, gegen Borussia Mönchengladbach anzutreten, kommt es zwangsläufig zum Stelldichein der beiden Rivalen. Um eine der unzähligen Geschichten zwischen KA und Union soll es also auch im heutigen Video gehen. Wir springen in den Dezember des Jahres 2014, wo der KSC auf einen Freitagabend im Stadion an der Alten Försterei gastieren soll. Vor dem Spiel macht sich ein Haufen Union-Fans an den Bahnhof Ostkreuz, um dort blau-weiß mit ihren Freunden aus West-Berlin einen netten Empfang zu bereiten, und auch nach dem Spiel soll es noch einmal interessant werden. Da sich beide Szenen jedoch zu den Vorkommnissen umfangreich äußerten, wollen wir dies entsprechend hier aufgreifen. Zitat Harlekins Berlin: Besondere Spiele bieten sich für Hertha-Fans, wenn Karlsruhe auf den verhassten Nachbarn aus Köpenick trifft. Schon in Karlsruhe war eine ordentliche Anzahl Herthaner vertreten, doch der Ausflug blieb ohne besondere Ereignisse. Beim Rückspiel im Südosten Berlins begleiteten dann schätzungsweise 600 bis 800 Herthaner den KSC zum Auswärtsspiel. Eine alternative Anreise von 250 scheiterte, weil die Busse der Karlsruhe bereits in Spandau von den Bullen begrüßt wurden. Ein Angriff von Union am Umsteigebahnhof Ostkreuz ging dann nach hinten los, denn die Jungs wollten oder konnten nicht auf unser Gleis gelangen und wurden sofort von den Bullen eingefangen. Nach dem Spiel gab es am S-Bahnhof Köpenick noch Stress mit Unions Trinker- und Kneipenfraktion, woraufhin deren Bahnhofskneipe in Mitleidenschaft gezogen wurde und die Bullen sich freuten, dass sie nun endlich einen Grund zum Anzeigenschreiben hatten. Zitat Wuhle-Syndikat: Obacht, die Klopapierrollenwerfer aus Karlsruhe kommen. Statt dreilagig abzuwischen, wollte ein nachmittägliches Begrüßungskomitee den Badenser die Scheiße lieber aus dem Gesicht schlagen. Und so gab es laut Hörensagen wohl einen Angriffsversuch am Bahnhof Ostkreuz, was aber letztlich nicht viel einbrachte. Die Bullen bemerkten den sich nähernden Mob und so gab es lediglich Sichtkontakt auf dem Nachbargleis mit den auf dem S3-Bahnsteig befindlichen 250-köpfigen Hertha KSC-Tross. Ein umfallender Bauzaun und teils über Gleise flüchtende Union-Fans, kleiner Aufreger im Berufsverkehr. Nach Hörensagen zog es nach Abpfiff noch einige Unioner auf die Bahnhofstraße, wo einige blau-weiße Umfeld-Haiopais sich ein paar Freudenfäuste von nahem angucken dürften. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.